Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem 7-minütigen Cooldown. Dieses Cooldown eignet sich perfekt dafür, um nach deinem Workout runterzukommen und deinen Körper auf die bevorstehende Regenerationsphase einzustimmen. Damit wir das Laktat, das sich durch das Training aufgebaut hat, wieder abbauen können, konzentrieren wir uns ganz gezielt auf die richtige Atmung. Du gibst deinem Körper dadurch durch die kommenden 7 Minuten die Möglichkeit, besser zu regenerieren und dadurch schneller wieder ins Training einsteigen zu können. Für die erste Übung stellen wir uns mehr wie schulterbreit auf die Matte, die Fußspitzen schauen nach außen. Wenn wir uns nach oben durchstrecken, dann atmen wir tief ein und jedes Mal, wenn wir uns nach unten abfallen lassen, atmen wir tief wieder aus. Alles loslassen, was du hast, fülle deine Lungen und atme tief aus. Acht darauf, dass deine Fersen am Boden bleiben und dir die komplett nach unten fallen lässt und jedes Mal nach oben wieder einatmen. Blick geht mit, nach oben, Blick geht nach oben und folgt, wenn du die nach unten abfallen lässt, nach unten. Wechseln zu Bendover, Side to Side. Du darfst eine Dehnung in der Oberschenkelinnenseite spüren, aber versuch wirklich nicht zu intensiv in die Dehnung reinzugehen. Arbeit eher mit deiner Atmung. Jedes Mal, wenn du von rechts nach links rotierst, schön tief einatmen und ausatmen. Lass die komplett hängen, lass deinen Kopf fallen, deine Schultern locker. Genau. Für die nächste Übung starten wir im tiefen Squat. Knie bleiben außen, Fersen bleiben am Boden und wechseln dann zum Hamstring Stretch. Super Übung für die Oberschenkelrückseite. Aber auch da wieder langsam, nicht zu intensiv reingehen. Lass deine Knie ruhig leicht gebeugt, wenn es sich besser anfühlt. Und arbeite mit deiner Atmung. Genau. Wenn du die tief reinsetzt, atme aus. Und wenn du nach oben kommst, in den Stretch, atme ein. Genau, wir wechseln jetzt zum herabschauenden Hund. Arbeit auch da wieder mit deinem Körper. Versuch ruhig eine leichte Dehnung aufzubauen, aber nicht allzu intensiv. Langsam, kontrolliert, hin und her tippen. Genau, die ganze Stabilisation ist in deinen Schultern. Dein Schultergelenk bleibt stabil. Und find deine Intensität, die für dich passt und vergiss nicht, auf deine Atmung zu achten. Genau. Wir wechseln jetzt zum tiefen Lunge, zum tiefen Ausfallschritt. Dein hinteres Bein ist komplett abgelegt, die Arme strecken sich nach oben durch. Nach oben einatmen und wenn du nach vorne kommst, in den Runner Stretch, sodass sich dein vorderes Bein durchstreckt und du eine leichte Dehnung in der Oberschenkelinnenseite, Rückseite spüren darfst, dann atmest du wieder aus. Einatmen und ausatmen. Genau. Arbeit unbedingt mit deiner Atmung. Nur so bereitet sich unser Körper ganz gezielt auf die kommende Regenerationsphase vor. Und wir können dann am Ende wieder schneller ins Training einsteigen. Wir wechseln jetzt zur anderen Seite. Lass dein hinteres Bein wieder komplett auf der Matte aufliegen. Atme nach vorne aus und nach oben komplett tief einatmen. Bleib in der Bewegung. Die Dehnung darf spürbar sein, aber nicht zu intensiv. Es geht
in diesem Cooldown ganz besonders darum, dass wir mit unserer Atmung arbeiten. Sehr gut. Wir wechseln jetzt zur Katze Kuh. Auch da wieder Arbeit mit deiner Atmung. Versuch nach oben einzuatmen. Schultern ziehen schön nach hinten unten. Und wenn du den Katzenbuckel machst, schön ausatmen. Rund machen. Sehr gut. Und wir wechseln in die Haltung des Kindes, bringen damit unser gesamtes Hormonsystem zur Ruhe, unterstützen es bei der Regulierung, bauen Stress ab, bauen überschüssige Hormone ab, die sich durch das Training aufgebaut haben und angesammelt haben. Wechseln jetzt zu Rolling In and Out. Machen uns ganz rund, so zum Bäckchen quasi, und strecken uns dann, beziehungsweise lassen uns dann komplett los. Lassen die Füße am Boden fallen, die Schultern fallen, kurz Spannung aufbauen, tief einatmen, halten, halten, halten und ausatmen. Einatmen, halten, halten, halten und wieder ausatmen. Sehr gut. 10 Sekunden noch. Tief einatmen, halten und ausatmen. Wir wechseln zu einer Übung für die gesamte Wirbelsäule und für unsere Schultern, für unseren Gesäßmuskel. Full Rotation, zuerst auf der linken Seite und bei der Halbzeit wechseln wir zur rechten Seite. Und wir wechseln jetzt zur anderen Seite. Dein Blick folgt zwar zur ausgestreckten Hand, zum ausgestreckten Arm. Eine leichte Dehnung darf spürbar sein. Versuch nochmal schön mit deiner Atmung zu arbeiten. Die letzte Übung für dieses Cooldown. Sehr gut. Schenk dir ein Lächeln und sei stolz auf dich, dass du dir die Zeit genommen hast, um runterzukommen, um deinem Körper nochmal die Möglichkeit zu geben, in die Regenerationsphase einzusteigen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass es dir gut getan hat. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du am Laufenden bleiben möchtest. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.